So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Gothic 2, die Nacht des Raben. Und zwar 15, 32, 50. So, ich habe jetzt mal das alte Mikrofon wieder ausgepackt. Ich habe mich jetzt zwischendurch mal mit einem Kollegen getroffen und so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Habe aber halt gesagt, okay, ich habe, wie gesagt, heute Zeit und Bock und deswegen mache ich halt hier auch gleich weiter. Ich weiß auch schon, was man so machen muss. Also hier, ich habe jetzt wieder das Mikrofon mal ausgepackt, ein bisschen Variation. Tut halt nicht weh. Ich glaube, die Klappe. Ah, ja. Die Ärmel mal hochklappe, das ist gar nicht so schlecht. Jo. Feuerkraut. Jo, warum eigentlich nicht? So, was habe ich denn? 40 fehlen mir. Nee, komm. Auf jeden Fall. Ich habe wieder Bock. Und. Ich hoffe, das klappt dann auch soweit. Das kann man jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen leiser schalten. Jo, hier sind Echsenmenschen jetzt aufgetaucht. Die Frage ist, wie kriege ich die einzeln gezogen? Kriege ich die denn? Oder kommen sie wie Orks gleich alle? Die stehen ziemlich... Kommen natürlich gleich alle vier, ne? Die will ich natürlich nicht zu den Paladinen locken, weil die machen die Paladine halt platt, das ist kein Problem, aber die Paladine machen auch ein paar von denen platt und das sind meine Erfahrungen. Faxen die schnell. Der müsste doch jetzt getroffen haben. Okay, dann halt nicht. Da lade ich auch nochmal hier so eine Mana-Ladung ins Nichts. Habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. So, wie viel habe ich denn? 140. Mir fehlen immer noch 40. Ja, komm, ist egal. Kann ruhig mal zwei Feuerwurzeln essen. So, jetzt laufe ich weg. In der Hoffnung, dass die abhauen. Vielleicht kriege ich das so ein bisschen. So, dass die anderen halt, weil sie nicht getriggert wurden. Vielleicht kriege ich das so ein bisschen gebackt. Also nicht gebackt, sondern, ich will keine Feuerwurzeln fressen, in der Hoffnung, dass ich nochmal... In der Hoffnung, dass ich nochmal so ein Dingsbums schlucke. Wo kommen denn die ganzen Fliegen her? Der ist da hinten. Probier's einfach mal. Ich hoffe, dass die mich nicht so häufig kriegen. Okay, die kommen also nur bis zu einem gewissen Grad an mich ran. Jetzt müsste ich aber drei trinken können. Ja, doch, kann ich. Okay. Da hinten ist auch wieder was am Laufen. Also das Minental ist echt belebt, was das angeht. Ist natürlich Nacht, aber man sieht ja einiges. So, da ich nicht so viel Leben verloren habe, nehme ich nochmal hier von dem ganzen Geschiss.
Warum ich nicht abspeichere, ist einfach daran, ich gucke einfach in der Hoffnung, dass die sich nicht komplett resetten. Und wenn zum Beispiel ich jetzt die ganze Zeit Mana und so ein Geschiss verschwende. Ne, das kannst du vergessen. Das sind 4 Stück. Hallo! Ah, super. Ja, die Orks sind kein Problem. Keine Ahnung, warum die da jetzt stehen. So, die Orks sind nicht so das Problem. Wenn das nicht 4 Stück wären, wäre das alles überhaupt kein Problem. Aber die kommen ja gleich alle zeitgleich. Wirklich, egal was du machst. Ach, scheiße, stand Stativ. Jo, ist natürlich doof. Ich will aber jetzt auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Sondern will mir halt wirklich Mühe geben, dass ich die krieg. Warte mal, ich speichere hier nochmal ab. Kommen wirklich alle 4 zeitgleich, ne? Vielleicht kann ich die ja so ein bisschen triggern. Ne, die kommen halt gleich alle. Ich kann die jetzt auch nicht so an den Baum glitschen oder so. Sind halt gleich alle. Ja, die haben halt eine hohe Feuerresistenz. Die haben sonst nichts, außer dieses Echsenschwert. Also kein Loot und sonst was, deswegen... Das sind eigentlich... Schön, dass die 350 Erfahrung geben. Aber man muss sagen, das Echsenschwert ist jetzt halt auch nicht so viel wert. Von daher... Schwierig. So. Gut. Die sind auch schon wieder 4 Stück. Also die kommen halt auch wirklich so... sind sogar 5. Ich hoffe, dass ich die einzeln triggern kann. Ne, kommen gleich alle. Das ist doch scheiße. Ist mir egal, ob man da jetzt...
Super, finde ich gut, dass der sich so festgeglitscht hat. Da ist nichts zu. Aber wenn halt gleich 5 Stück auf einmal kommen, das ist auch einfach unfair. Das kriegst du so auch gar nicht hin. Also da musst du schon ein bisschen tricksen. Na komm her. Auf, Bursch. Wo bist du? Ja, das war jetzt ein bisschen unfair, aber naja. Was haben wir denn hier? Kann ich zum Glück selbst so ein bisschen triggern, weil die Snapper sind jetzt, sind den Drachensnappern zwar nicht ganz egal, aber auch nicht so. Ja, da ist dann so ein Kadaver schon lieber, solange ich keinen Drachensnapper angreife. So, komm her. So, hier habe ich noch einen Drachensnapper. Vielleicht kann ich den triggern. Komm her. Komm her, komm zu Papa. Weißt du, beißt 5 Meter daneben, trifft trotzdem. Super. Und komm, noch ein Feuerkraut. Wunderbar, auch gleich mal speichern. Ja, wie gesagt, die Folge nenne ich Aufräumaktion im Minental. Und von daher können wir ruhig mal ein bisschen aufräumen. Hier. Gucken, was hier so rumgekommen ist, wen wir hier so treffen. Und so ein Geschiss und können halt schon mal ein bisschen den Außenring so aufräumen. Bevor ich jetzt in die Burg gehe und mit der Story so weitermache. Obwohl mich das sowieso alles nochmal dahin führt, aber... Na ja gut, das sind halt alles normale Snapper, dafür brauche ich keinen Mana. Na, kommt her. Das sind neue Halunken und Banditen. Na komm her. Oh komm, ihr seid ja jetzt echt kein Problem, ey. Wenn ihr alle One-Hit seid, dann... Ja. Übertreibt man. Alter, wie viel hier denn noch rumfliegt. Nee, das kannst du vergessen. Es sind ja viel zu viele, ey.
Boah, wie krieg ich die denn alle getriggert? Muss die ja echt aufpassen. Das hätte ich nicht gedacht, dass da so viele sind. So kann man sich auch von vermeintlich schwachen Gegnern durch Übermut überrumpeln lassen. Aber die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Natürlich viele Herumtreiber hier. Die greifen uns so oder so an. Das ist natürlich ein bisschen schade. Man könnte meinen, man hätte nicht genug Gegner. Nein, da müssen wir natürlich auch noch ganz normale Feuer... Wir könnten natürlich jetzt auch... Die haben halt alle auch nichts zu sagen. Das ist halt das Problem. Wenn die jetzt so ein bisschen was Gescheites labern würden, dann wäre das alles kein Problem. Wir könnten natürlich von hier unten aus... Ja, die haben uns gesehen. Hahaha, die Drachenjäger. Ja, sei doof, ne? Na, da kommt her. Weißt du, die sind halt wirklich, die geben halt auch so wenig und sind eigentlich so schwach. Und dass sich das halt echt nicht lohnt, da einen Feuerball für zu verwenden. Kriege ich den so, weil das sind echt zu viele Bogenschützen. So, da nehme ich mal so einen Huni und einen Fuffi. Habe ich dich im Visier? Ja, meine Feuerbälle sind ein bisschen stärker als deine. Na komm her. Alter, was geht denn hier ab? Ey, habt ihr euch hier vermehrt oder was? Ja, die sind natürlich schon ein bisschen stärker. Alter, wo kommen die denn alle her, Mann? Weißt du was, bevor ich jetzt hier mit Mana rumeier, versuche ich die Banditen einfach nur ein bisschen zu triggern. Na komm, komm her. Oh Mann ey, wie viel sind da dann noch? Habe ich das beim letzten Mal vergessen? Finde ich gut, dass der trifft und ich nicht. Seht ihr jetzt, warum ich mir Mana-Tränke geholt habe, wie sonst was? Das Magier hast du hier echt arschvoll zu tun. Habe ich dich? Ja, habe ich. So, du müsstest jetzt sterben. Ich glaube, die habe ich beim ersten Mal halt auch schon teilweise vergessen. Gut, der ist hinüber. Aber jetzt eine Feuerwurzel. Dann nehme ich jetzt eine Feuerwurzel. Weil ich will jetzt nicht so viele Mana-Tränke verschwenden. Ich könnte natürlich auch immer mir irgendwo ein Bett suchen.
Aber wenn jetzt hier nicht so viel los gewesen wäre, hätte ich das halt vorher schon gemacht, wie 20 Minuten. Ich muss halt natürlich aufpassen, dass wir nicht zu lange machen. Hier war ich schon. Ich hätte nicht gedacht, dass im dritten und vierten Kapitel so ein Respawn hier auftaucht. Das hätte ich jetzt hier so nicht gedacht. Hoffentlich gibt es hier ein Bett, aber ich befürchte ja nicht. Das sind ja Banditen, ne? Schlafen die auf dem Boden? Ich meine, wenigstens haben sie aber Loot dabei und Äpfel. Die gefällten mir schon sehr. Äpfel musste ich jetzt auch ein paar haben. So, das mache ich nur zum Zielen. Gut. Schade, dass es in den Truhen auch keinen Respawn gibt. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ja, doof gelaufen. Hier ist noch alles leer. Hier gibt es keinen Respawn. So, man muss mal den Ventilator anmachen. Ist doch, wenn ein Fenster zu ist, doch ein bisschen warm. Ah, hier gibt es auf jeden Fall ein Bett. Weiter als hierher komme ich auch nicht. Ich nehme jetzt den nächsten Weg zurück. So, jetzt ist natürlich auch hell und wir sind ausgeruht und frisch und es regnet. Das ist doch schon mal ganz gut. Echt schlecht. Für Innos. Lurkerhaut. Na komm, das Gold nehmen wir dem ab, aber ansonsten würde ich sagen, nein. Gut, dass ihr nicht angegriffen habt. Wie ist die Lage? Ich danke dir für die... Danke. So, Engrom. Stimmt, da war ja was. Wo habe ich denn mein Notizbuch? Hier. Oh, mein Schädel. Hey, du. Das Böse hat von dir Besitz ergriffen. Lass dir helfen. Fass mich nicht an! Ich hau ab. Er hat einen Knall, hat der Kerl. Stimmt, gibt Respawn. Pyrokas magischer Brief. Wo ist der? Gift der Blutfliegen, eine Nachricht. Lieferung. So, ah, Engrom und Randolph. Engrom haben wir jetzt gerade besiegt und... Randolph fehlen. Das sind die zwei, die neu dazugekommen sind. Ja, hoffen wir mal, dass wir die kriegen. So, ich bin ja hier Magierchef, also von daher, lass mich mal hier rein. Aber ich glaube, hier habe ich schon alles abgegrast. Edles Bastardschwert. 110 und 110. Wie viel Stärke habe ich denn? Knapp 99. Hier war ich doch schon drin, aber das edle Bastardschwert habe ich nicht mitgenommen. Vielleicht gibt es das auch. Vielleicht ist das Schwert echt ein Respawn, wenn wir dem Markus geholfen haben. Randolph, der müsste doch auch hier irgendwo rumeiern. So, bevor ich jetzt hier links weitergehe, das könnte nämlich problematisch werden, werde ich hier größtenteils den Weg zurückgehen. Werde mir aber so einen Geschwindigkeitstrank nehmen. Vielleicht kann ich auch so ein bisschen rumglitschen und mich hier irgendwo hochhangeln. Müsste eigentlich auch gehen. Nee, geht so nicht. Okay, dann geht das vielleicht hier. Hallo Jungs, ich komme mal vorbei, ne? Okay. Hey. Na, dein Kumpel Engron habe ich halt.
Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Ja, hier sind in letzter Zeit ganz schräge Vögel am Werk. Sie rennen in aufgemotzten Rüstungen rum und machen auf wichtig. Was wollten die schrägen Vögel hier? Sie fragten mich nach Proviant und Ausrüstung. Mann, ich habe selbst kaum was. Erzählten was von Drachentöten und so'n Zeug. Wer weiß, wo die Jungs herkommen, aber besonders vertrauenserweckend sahen sie nicht aus. Lass mich raten, das war bestimmt Bulko und Dingsbums. Bulko und... Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet, der Mistkerl. Ich hatte eher den Eindruck, dass er gar nicht mehr von ihr weg wollte, bis die Orks wieder abgezogen sind. Ich sag ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. So. Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Ich denke nicht, dass du ihn jemals wiedersehen wirst. Die Suchenden haben sich seiner bemächtigt. Die Suchenden? Wer soll das sein? Schergen der Unterwelt. Sie sind die wahren Anführer der Orks. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Warte. Warte. Wo willst du hin? Nix wie raus hier über den Pass. Geh mir aus dem Weg. Ja, ist halt blöd. Ja, der kämpft jetzt gegen die Lurker. Ist natürlich doof. Der klaut mir meine wertvollen EP. Okay, aber wenn das nur einer war, wo sind denn die anderen hin? Wo sind denn die anderen hin? Hier müsste eigentlich alles ruhig sein, also der sollte eigentlich gut nach Hause kommen. Ich werde jetzt nach links gehen. Und wenn ich den Weg da entlang schwimmen muss, ein bisschen. Naja, ich mache mir nur einen Teil meiner Robe nass. Weil hier gibt es nämlich auch noch das ein oder andere zu entdecken. Dann werde ich mal den Außenring der Burg nochmal ausmisten und hoffen, dass das klappt. Okay, hier ist keiner mehr. Gut. Außenring der Burg, wir kommen. Ja, wie gesagt, das wird jetzt auch eine etwas längere Folge mal wieder. Ich meine, so ein Stündchen für eine Premiere ist eigentlich saugeil. Auch wenn es mit den Abonnentenzahlen und so auch wieder so rumspinnt. Ja, auf der einen Seite ging, so kam wieder einer dazu, 292. Dann machst du halt mal auf einmal mal ein angezockt Dingsbums-Video von der Odyssee und dann gleich wieder zwei fort. Aber ich glaube, ich mache mir da zu viele Gedanken. Vielleicht wirklich zu viele. Ja, Fleischschwanze. So, ein paar Schamanen und so ein Geschiss ist hier noch am Rumeiern. Naja, der hat, kriegt jetzt nicht so viel Damage. Aber den kann ich zumindest herlocken. So, den Einorkrieger versuche ich zu kriegen. Ich mache das wie beim ersten Mal, wenn ich irgendwas für meinen Geschmack Erfolgreiches hinter mir habe. Zwei Ork erledigt, das kannst du natürlich vergessen. Mist.
Okay, Ork-Krieger kriege ich auch mit Mana weg. Super. Ja, der Feuerball ist schon echt geil. Also am Anfang ist Magie außerhalb von den Spruchrollen echt Mist, aber mittlerweile... Ich hab gesagt, du nervst. Feuerwurzel. Also ich bin ganz froh, dass wir unseren Mana-Vorrat hier ein bisschen gepusht haben. Obwohl ich vielleicht hätte mehr... Obwohl, die Lernpunkte kann ich auch in andere Sachen halt reinstecken. Das ist jetzt so eine Sache. Naja, mal gucken, wie weit wir mit dem Mana-Zeug kommen. Von 164, das ist gut. Den Ork-Krieger, den machen wir so platt. Perfekt. Müssen wir nur 3 trinken. Gucken, ob ich den Wagen da so ein bisschen... Ja, läuft doch ganz gut. So, ich wage jetzt mal ein bisschen was Gefährliches. Und zwar greife ich mir so eine Ork-Elite mit dem Feuerball an. Aber ich glaube, das wird brutal. Deswegen speichern. Obwohl, ich könnte mal gucken, ob ich den Ork-Krieger noch kriege. Nee, da lade ich lieber. Ey, da habe ich auch sicher nicht ein, dass ich mir da... eine Ork-Elite ist. Bleib stehen. Hab ich. Alter, die ist ja mal komplett feuerresistent. Gut, dass ich die Einzelnen gezogen habe, aber dass die Feuerresistenz ist, ey. Und das ist schon gemein. Oh, das muss gespeichert werden. Ork-Elite einzeln kriegen. Wird natürlich doof, dass die keinen Damage frisst. Ich glaube, ich mache das nur noch, um irgendwas zu locken. Bleib stehen! Ja, ich bin zu weit weg. Und nur der mit dem Feuerball kriegt halt... Ah, geilo, geilo, geilo. Hallo. Ich glaube, mit dem Bogen musst du einfach zu nah stehen. Ich glaube, wenn du weit genug weg bist, dann kommt nur die Elite, die angegriffen wurde, weil sie Damage von dir bekommen hat, die andere aber nicht... Der könnte natürlich ein Fehler sein. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach. Vielleicht kriege ich die eine Elite ja so schnell down. Nee, das kannst du vergessen. Die stehen mir halt auch persönlich im Weg. Das ist doch Kacke. Das ist doch Beschiss. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Perfekt. Ja, ich hab's hingekriegt. Supi.
Super, super duper. Und der hat auch was zum Heilen. Hier kann ich noch looten. Den habe ich ja so platt gemacht. Habe ich noch einen Feuerball über? Er wirklich, die kriegt vom Feuerball kaum Schaden. Vielleicht hat die besondere Feuerresistenz. Naja gut, Rapier halt, ne? Kein Problem. Wenn ich das gewusst hätte, ey. Hätte ich viel weniger Stärke gemacht. Was haben wir denn? Blauflieder. So, ein Feuerball kann ich noch machen. Ah, Mana kosten 15. Okay. Das geht ja noch. Bleib stehen! Oh, super. Hitbox noch gerade so gekriegt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nicht unbedingt, finde ich nicht unbedingt schlecht, dass ich beim ersten Mal den ganzen Scheiß so ausgemerzt habe. Dann haben wir es nämlich wesentlich einfacher. Bleib stehen, Varg. Komm her, zu Daddy. So, jetzt mache ich mich nochmal voll. Ich versuche jetzt mein Mana aufs Minimalistische zu halten. In der Hoffnung, dass ich irgendwo ein Bett finde in diesen Kojen. Das kann nämlich auch sein. Bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber ich meine, dass da irgendwo... Ah, hier muss ich noch nicht mal Mana verschwenden. Super, komm her. So. Na, die hat gefressen. So, Mana-Trank. Was haben wir hier? Heilkraut. Ich nehme jetzt wirklich so viel mit, wie es geht, damit ich mein Mana halt wirklich runterhauen kann. Feuerkraut, Mana-Kraut und so weiter und so fort. In der Hoffnung, dass ich nicht so viel Tränke schlucken muss. Wirklich an Tränken mitgenommen, was geht. Das war die schlauste Entscheidung, die ich gemacht habe. Zum Glück. Ja, ich bin halt hier so ein bisschen durchsichtig, weil das Hemd ist halt so türkis-grünlich. Ich probiere es. Ich hoffe, dass dieser Ork-Krieger jetzt nicht die anderen triggert. Perfekt, ich habe zwar einen Feuerball verschleudert, aber dafür kann ich, glaube ich, die... Ork-Elite kriegen. Ohne was zu verschwenden, das ist gut. Dann kann ich hier nochmal gucken, obwohl, nee, da war ja nichts, ne? Na, das ist halt schon ganz geil, wenn man nicht direkt... Oh, jetzt hat es aber gut gefressen. Das ist halt ganz cool, wenn man nicht direkt Two-Hit ist. Na, jetzt ruckelt es ein bisschen. Von den Dingern muss es ja noch irgendwo ein Bett geben.
So, ja komm, die zwei kann ich trinken. Blauflieder kann ich noch trinken. Die Feuerkraute kann ich noch essen. Wie viel Mana habe ich? 89. Das passt eigentlich ganz gut. Na komm! So, Gudi, 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 Gudi. Hier ist nix. Ich gehe diese Richtung, damit ich nicht aus Versehen da irgendwas trigger. Ich möchte hier nämlich nichts aus Versehen triggern. Ich warte, bis die Orkelite hier etwas weiter vorne ist. Na, das war dumm. Ich probiere es einfach. Die Orkelite muss ich aufpassen. Wenn die Elite nicht wäre, weißt du? Ach, Kacke. So, blöd gelaufen. Ach. Puh, wie lange nehmen wir schon auf? 42 Minuten. Ja, sowas geht echt schnell. Was geil ist, wenn du halt echt wenn du auf die Erfahrung scheißt, kannst du es eigentlich mal richtig cool machen. Du kannst dich mal in einen Wagen verwandeln und damit die Orks angreifen. Dann entsteht nämlich ein Krieg zwischen denen. Das ist eigentlich ganz lustig. Nein! Bleib bloß liegen. Gut, macht nichts. Ich mach den Orksoldaten zuerst platt. Damit der nicht nervt. Ich muss mal aufpassen, dass mich die Ork-Elite nicht kriegt. Na, zwei Schläge, das war jetzt okay. Na, so eine Schlagkombi ist natürlich übel. Aber es läuft. Da ist nichts zu holen. Wie, da ist nichts zu holen. So, ich nehme nochmal Wunden heilen. Und laufe hier nochmal mit so einem Dingsbums rum. Da war ja überall nichts. Das können wir uns ja jetzt sparen. Hier ist auch nichts. Nur die bleiben da stehen, das ist gut. Na komm her. Oh, das war richtig gut. Das hat richtig gefressen. Super, das hat sich wirklich gelohnt diesmal. Das kann man sogar speichern, weil das war nämlich richtig nice. Natürlich doof, dass hier immer noch kein hm.
Ach nee, die Eliten möchte ich halt nicht. Na komm, lass einen Feuerball nehmen, damit ich euch beide triggern kann. So, da ist kein... ist überall kein Bett drin, so als hätten sie es geahnt, weißt du? Wenn du nämlich ausschläfst, kannst du dich nämlich voll machen. Und darauf spekuliere ich gerade ein bisschen. Okay, hier ist halt überall nichts. Hier liegt nichts, nicht mal ein Stück Kohle, ey. Das ist ja grausam, so als müsste man sich hier anstrengen im Spiel. Jo, wie viel Mana habe ich denn noch? Nicht mehr so viel. Yay. Ja, das ist natürlich jetzt alles auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Warte mal, ich habe doch noch diese Zange. Jetzt kann sie nämlich nach einer Weile hier Minecrawler-Zangen. Zangen kann, eure Sekretärin kann geschlürft werden. Es regeneriert die magische Kraft, verliert aber mit der Zeit die Wirkung. Das bedeutet, du kannst halt ein paar Zangen von denen fressen. Das gibt halt Full Mana. Ne, jetzt kannst du vergessen. Gut, dass ich vorgespeichert habe. Ich hätte nicht gedacht, dass die so eine Akku-Range haben und direkt beide kommen. Ja, dann kann ich mir den ganzen anderen Kram auch sparen. Obwohl, ich kann mich heilen. Einmal. Dann kann ich das Sekret schlürfen. Komm schon. Und dann kann ich hier diesen Kram fressen. Speichere ich nochmal, dass wir das nicht mehrmals machen müssen. Sind wir jetzt auch schon fast. Was wollte ich nämlich? Ja, jetzt kommt nämlich nur der eine. Wenn ich nämlich aus dem Akku-Range-Feld draußen bin, aber durch die Magie habe ich halt mehr Range als deren Akku, kommt nur der angeschlagen. Das ist gut. Sogar ohne Damage zu nehmen. Das ist sehr gut. So, jetzt zu dem. Der ist zu weit weg für seinen Feuerball. Ja. Vielleicht schaffe ich das ohne Damage zu nehmen. Komm, das ist fast nix. So, Schamane, na, dann kommen wir zu Papi. So, jetzt greife ich dich an, dass du Damage nimmst. Und dann komm mal hierher. Wenn ich außerhalb von deiner Fireball-Range bin, kommst du nämlich nach vorne. Und dann geht's erstmal schön aufs Fressbrett. Supi! Hier, euer Schlechter ist da. Hallo, Wark. Tschüss, Wark. Da muss ich die gleiche Taktik auswählen. Ich versuche jetzt, so gut ich kann, damit klarzukommen.
So, vielleicht kriege ich das hin. Ja, perfekt. Ich freue mich, wenn es klappt. Naja, das war jetzt keine Glanzvorstellung, aber... Das war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Super, super duper. Ja, ist eigentlich... Einhänder sind wir schon Meister. Da würde ich gar nicht mehr so viel rein investieren. Vielleicht, wenn ich noch Lernpunkte ausgebe, dann Mana und Stärke, wenn es unbedingt Stärke sein muss. Worauf ich eigentlich schon echt plädiere, weil es läuft mit Stärke eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Gefällt mir. So, dann komm mal her, du Elite. Ich hoffe, dass in dem hier irgendwo ein Bett ist. Ansonsten gehe ich halt hier in die Burg und gehe da mal pennen. Nein! Oh, zum Glück bist du blöd. Na, ja, das war... Ich komme jetzt in keinen Flow mehr rein. Jetzt bin ich wieder drin. Die Dinger kann ich alle verkaufen. Na shit, das sind zwei, ne? Vielleicht kann ich den... Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Oh, noch ein Treffer und ich bin am Arsch. Zum Glück ist das nur ein Ork-Krieger. Das war knapp. Ich will nicht wissen, wie knapp. Doch will ich. 98 Lebensenergie ist schon ein bisschen. Aber natürlich immer noch zu knapp. Und so, Lurker, Wark. Ja, kommt den Wark. Die fressen doch gut Damage, ne, durch meine Feuerbälle. So, die Lurker hau ich so platt. Easy. Wie viel Leben? Alter, noch 7000. Und ich meine, wir kriegen jetzt hier echt nicht wenig. Doch, das läuft. Ah, lass mich raten, in dem Haus gibt es wieder kein Bett, wo ich mich hinlegen kann. Hier außen kannst du echt nicht pennen gehen. Tatsache. Und das Spiel hat nachgedacht. Zwar nicht zu knapp. Ja, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Parts hiermit beschäftigen, hier die Monster so ein bisschen auszumerzen. Ein paar Lernpunkte zu kriegen und ein paar Stufen. Hier ist auch kein Bett. Nein! Nein, 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 ich lauf weg. Nein, 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 das war mir zu viel. Schitte, Schitte, Schitte. Tante Brigitte. So, du bleibst stehen. Gut, super. Hab ich gar nicht gesehen. Ich wusste, dass du da durchläufst.
super. Feuerwurzel, Heilwurzel, ich habe sonst nichts, ne? Feuerwurzeln, ich sag's mal so, Feuerwurzeln kann ich ruhig ein paar essen. Trifft der? Natürlich trifft der nicht. Der müsste aber jetzt treffen. Feuerwurzeln, sag's mal so, ich brauche ja nur eine für so einen Trank und ich glaube nicht, dass wir noch so viele Kronstöckel bekommen. Deswegen werde ich mal reichlich Gebrauch davon machen. Obwohl mir die Tränke ja eigentlich lieber sind. So, den Wagen ziehe ich da weg, das interessiert ja keinen Arsch. Speichern, mal gucken. Wenn das so klappt, wie ich mir das denke, brauche ich gar nicht mehr viel. So, das ist nur die Elite, die herkommt. Das ist perfekt. Was war das denn? So, na komm, einen Trank trinke ich noch. Die trinke ich noch komplett. Man kann ja nie wissen. Na gut, zwei, drei hätten geschickt. Na gut, zwei Ork-Krieger, das geht noch. Deswegen war ich eigentlich auch ganz froh, dass ich doch die Elixiere komplett getrunken habe. Puh. Ich bin auch so ordentlich ein bisschen am Schwitzen. Das liegt nicht an der Temperatur. Also schon auch, aber man muss halt sagen, es ist nicht... den Ork-Krieger noch, egal was ich treffe. Und dann die zwei Wagen können wir auch so triggern. Na, kommt mal hier, beiden. Alle beide, komm, auf! Papi hat Hunger. Gib mir euer Fell, Papi braucht ein paar neue Schuhe. Na, die haben mir jetzt doch gut zu schwitzen gemacht. So, jetzt kann ich mich hier mal ein bisschen in Ruhe umschauen. Und gehe dann direkt hier hoch. Und quatsch, ob ich mir... Ich glaube, ich quatsch noch nicht mit den Leuten. Ich gehe einfach in irgendein Bett und penne mich mal in Ruhe aus. Ich hätte mich natürlich auch hier teleportieren können. Aber Leute, muss dir mal geben. 25 Lernpunkte. Wir kommen hier mit 25 Lernpunkten an. Das ist schon echt nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, warum er dich so auf. So, Milton ist natürlich nicht hier. Aber ich glaube, der hatte sowieso keine... Also hätte sowieso nichts dagegen, wenn wir uns hier bei dem ganzen Zeug bedienen. Was kann ich eigentlich sonst noch brauen? Das würde mich mal interessieren. Außer Stärke und Geist. Mana-Essenz, Mana-Trunk. Drei Mana-Essenzen und drei... Mana-Essenzen? Mana-Trunk, gucken wir mal. Reines Mana mal 36... Ja, wir können aus zwei Mana-Essenzen und einem Feldknöterich können wir reines Mana herstellen. Ist natürlich sehr geil. Auf
der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass das so. Ich meine, 164 Mana brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ich gucke mal, ob da oben noch irgendwas Interessantes drin ist. Habe ich den Mana-Geschiss gelernt? Doch. Ich glaube, da habe ich ordentlich was reingebuttert. Ist natürlich. Bevor ich, wie gesagt, ich spreche mit keinem. Ich lege mich in irgendein Kackbett, um mich zu füllen und werde weitermachen. Aber wir machen einen Stopp hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, sonst wird der Part echt zu lang. Hier, Stündchen passt. Macht's gut.